ich wollte noch nichts von irgendeiner Anfangssequenz sehen. Ich wollte noch keine Anfangs-Cutscene sehen. Ich wollte noch gar nichts sehen. Ich wollte alles mit euch gemeinsam anschauen. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Wenn das aber hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Okay, ich glaube, wir haben es jetzt. Unglaublich. Ich glaube, wir haben es. Also, es ist der Dämonenkönig. What? What? Nein, es ist überhaupt nicht creepy. Oh mein Gott. Ich spiele doch Zelda und kein Horrorgame. Das Master Sword geht kaputt. Genau deswegen, Kinder, stöbert man nicht in fremden Ruinen rum und berührt irgendwelche toten Boys, die dann chillen. Er springt heldenhaft hinterher und er catcht sie nicht. Perfekt. Wer ist er? Du bist also erwacht, Link. Ah, das ist die Hand. Zelda hat mir viel von dir berichtet. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Okay, er hat einen neuen fancy Arm bekommen. Ich nehme lieber meine starke Hand. Schwert immer gut. Aber es ist halt nur noch so ein bisschen was übrig, ne? Zerfressenes Masterschwert. Let's go. Besser als nix, ne? Okay, ja, wir spielen jetzt halt basically einmal das Tutorial durch. Oh, kriegen wir wieder... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gott, es ist so schön. Okay, rein da. Ich heule gleich. Oh mein Gott, ist das schön. Oh! Und ins Wasser. Platsch! Hat mir etwas für dich anvertraut. Ah, wir kriegen unser Chica-Dings. Wir kriegen unsere Switch. Das Pura-Pad. Es sieht halt literally aus wie eine Switch. Was bringen diese Dinge? Öffnen die einfach immer irgendwas? Ah, okay. Okay, das baut jetzt diese Brücke da drüber. Verstehe. Können wir darüber reden, wie schön das ist? Ah. Okay. Oh, das scheint es nicht zu sein. Das dürfen wir nicht. Diese Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Verzeih mir. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ha. Du hast bereits meine Stimme vernommen. Und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir. Rauru. Einziger Besitzer des rechten Arms. Das ist auch eine geile Beschreibung. Okay, also wir können die Pforte auf jeden Fall nicht aufmachen. Und da scheint Zelda drin zu chillen. Okay, die Schreine werden jetzt mit diesem Feld aktiviert. Nicht mehr durch dieses Feld im Boden, okay. Hab jetzt einfach die Switch von meiner Schwester geklaut. Ja, solange ihr noch eine Switch im Haushalt habt, dann ist es doch easy. Du musst so einen Deal machen, dafür darf sie dann auch einmal spielen oder so. Ich bin gespannt. Sind es wie Module? Sieht ein bisschen so aus. Der Sound ist auch gleich. Der Sound ist wie im anderen Zelda. Dieses. Mit dieser Fähigkeit kannst du ein entferntes Objekt greifen. Solange die Hand das Objekt hält, kannst du es drehen oder bei Bedarf an einen anderen Gegenstand befestigen. So, piu! Es ist so cool! Du kannst es verbinden! Okay, man kann literally einfach bauen. Das ist halt sick.
Warte, was muss ich überhaupt machen? Was brauche ich überhaupt? Ich muss da rüber, ne? Ja, hier kann ich wahrscheinlich unten nicht durch. Okay, ich baue mir da jetzt einfach so ein Greifedings, oder? Off we go! Ich würde sagen, das hat auch einwandfrei funktioniert. Kann man sich, denkst du, Häuser bauen mit verschiedenen Materialien? Wahrscheinlich. In den Trailern schon gesehen, dass man sich auch alle möglichen Flugsachen bauen kann und so. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Okay. So, Ausdaueranzeige aufladen. Ah, okay. Oder kann man irgendwo cool runterjumpen? Ja, kann man, ne? Ist die Frage, ob man das tun sollte. Oh, was haben wir hier Nices? Oh, wir fighten es. Wir fighten es. Wir machen ihm halt einfach nur kein Damage, ne? Er one-shottet mich. Ich weiß nicht, kommt man an die Kiste einfach dran? Ja, okay, ich dachte, ich muss ihn fighten, dass ich an die Kiste drankomme. Ist das so ein Ding, was ich auch vor mich hinlegen muss und draufhauen muss? Ah, tatsächlich. Yo! I tried. Die Beherrschung des Feuers veränderte das Leben der primitiven Menschen. Warte, wir finishen ihn jetzt mal mit einer Waffe einfach. Okay, wir müssen kurz warten, bis der Bums wieder aufgeladen ist. Aim will gelernt sein. Psst. Hallo, dafür habe ich den Flammenwerfer. Ich bin der Boy mit dem Flammenwerfer. Wenn ihr noch mehr witzige Zelda-Videos und zukünftige Challenges sehen wollt, lasst einen Zap da. Wenn ihr das Pletro sehen wollt, schaut doch auf Twitch vorbei. Ciao, ihr Lieben.